Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach. Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Und ja, alle, die meinen Kanal kennen, die meine Videos schon kennen, die wissen, hier geht es rund um narzisstische, toxische Beziehungen, um leidvolle Beziehungen, welcher Art auch immer. Und nicht nur darum, um all das zu analysieren, sondern hier geht es vor allem um Lösungen, hier geht es um Heilung. Weil was bringt es, wenn man alles weiß, aber es geht einem trotzdem schlecht oder man macht immer wieder und wieder die Erfahrung. Es geht darum, das alles aufzudecken, das alles zu klären, nicht nur bei dem anderen zu klären, sondern vor allem bei dir selbst zu klären, weil nur du kannst dich verändern. Du kannst dafür sorgen, dass ja die Beziehung zukünftig anders laufen, besser laufen, dass eben Partner dann kommen können, die deinem neuen inneren Wert entsprechen. Und wenn das alles für dich jetzt noch so ein bisschen undurchsichtig und mit Fragezeichen behaftet ist, ist das überhaupt gar nicht schlimm. Ich habe nämlich heute eine Nachricht, die ich einfach mal vorlesen möchte, die ich damit gerne beantworten möchte. Ich bekomme ja immer viele Fragen, viele Wünsche, Videowünsche und ich sammle das alles. Und ich habe mich einfach entschlossen, diese Nachricht hier mal vorzulesen. Ich habe natürlich auch grünes Licht, dass ich die vorlesen darf, um an diesem Beispiel einfach mal zu erklären, wie die Zusammenhänge sind. Denn ich weiß, dass es sehr, sehr vielen ähnlich geht. Und dass du mit Sicherheit aus dieser Nachricht von dieser Person für dich auch ganz, ganz viele Antworten findest, ganz viele Lösungen auch findest und es noch besser anders verstehen kannst. Denn wenn man nämlich die Geschichten oder die ja, Beziehungsabläufe der anderen mal so unbeteiligt sieht und das sich anhört, kann man nämlich, weil man nicht beteiligt ist, ganz anders neutral darauf schauen und erkennt dann hier und da, das ist ja genauso wie bei mir, das ist dann nochmal so ein Doppelerkennungseffekt, ja. Fangen wir mal an, ich schaue dann derweil hier rüber auf den Bildschirm, wenn ich da nicht hinschaue, so ist das nun mal, muss ich ja ein bisschen ablesen. Ich lese hier immer Teile von dieser Nachricht vor und erkläre dann auch die Zusammenhänge gleich, ne. Diese Beziehung, um die es hier ging, das war, wenn man das Beziehung nennen kann, sage ich auch gleich, das war ein ganz kurzer Zeitraum. Ja, das waren 4, 5 Wochen. Also das ist jetzt nichts, was ich hier vorlese über Monate oder über Jahre, sondern es ist ein kurzer Zeitraum, wenn man sich überlegt, in diesem kurzen Zeitraum, wie man da durcheinander geschüttelt werden kann und die Welt nicht mehr versteht. Aber all das hat ja auch Gründe. Also, ich fange jetzt einfach mal an. Also wir hatten in diesem Zeitraum, hatte ich Kontakt mit dieser Frau und die wohnt eben auch in der gleichen Stadt. Und sie haben sich sehr, sehr gut verstanden und schrieben die ganze Zeit auch immer per WhatsApp hin und her und telefonierten sehr, sehr oft. Ja, das Verrückte ist ja bei diesen toxischen Beziehungen, dass so wahrer, echter Kontakt schon mal selten stattfindet. Das meiste ist WhatsApp, Telefon und WhatsApp ist der Nährboden für falsche Fantasien, für ein Traumbild, was man sich aufbaut. Das ist dann auch irgendwo eine Beziehung auf Abstand, wenn man sich nicht richtig sieht, wenn also wirklich WhatsApp und Schreiben überwiegt oder man sich wahnsinnig selten sieht oder kurz sieht. Also das ist auch schon mal so etwas, was man sich gerne merken darf. So. Nach jedem Treffen wollte sie den Kontakt zu mir abbrechen, obwohl es vorher hieß, sie hätte eine schöne Zeit mit mir verbracht. Das ist jetzt wieder so was Verrücktes, ja, weil es zählen immer die Taten. Du kannst wirklich die Worte in den Wind schießen, weil Worte sind nichts, Worte sind Schall und Rauch. Es zählt immer, was ein Mensch tut. Was nützt es dir, wenn jemand sagt, ich liebe dich über alles, du bist die Einzige, der Einzige und an der nächsten Straßenecke da die nächste Frau anbaggert oder eine Affäre hat oder dich sitzen lässt und deinen Geburtstag vergisst. Was nützen dir diese schönen Worte? Überhaupt gar nichts. Also Taten zählen. Und das ist dann auch schon Momente, wo man schon vorher sich sehr, sehr viel Leid ersparen kann, wenn man vorher schon merkt, ja, dieser Mensch sagt das und macht das. Da passt doch was nicht. Und wenn da was unstimmig ist und auf diese Worte ganz andere Taten folgen, dann ist schon das Gesündeste zu sagen, ich gehe hier mal raus, reicht aber nicht immer das Rausgehen, ganz klar.
So, schon am nächsten Morgen gab sie mir zu verstehen, sie könne wohl die Stille zwischen uns nicht ertragen, wenn der Kontakt zu mir beendet wäre. In diesem kurzen Zeitraum gab es dann kein weiteres Treffen. Und dann kurze Zeit später, ich sage jetzt extra die Daten nicht, damit die Person das hier nicht zusammenpuzzeln kann, wurde ich dann, am Sohn zu fieten, wurde ich dann mit einem Kuss auf den Mund begrüßt. Das ist schon mal so eine richtige Grenzüberschreitung. Ja, ich will dich nicht, ich will dich, ich will dich nicht, ich will den Kontakt abbrechen, kein Treffen und dann zack, gleich so eine Grenzüberschreitung, so ein Überrumpeln, was dem Schreiber ja natürlich sicher gefallen hat, denn da muss ja schon eine Verliebtheit, eine Anziehung da gewesen sein, ganz klar. Und das ist dann aber grenzüberschreitend, denn nach dem, was vorgefallen ist, ist eigentlich an der Reihe, jetzt was ist denn jetzt nun? Willst du mit mir zusammen sein? Möchtest du nicht mit mir zusammen sein? Entscheide dich. Da ist auch schon zu sehen, dass man gar keine Werte hat, dass man sich wirklich dann schon in dieser frühen Phase wie so ein Spielball hin und her spielen lässt, sich ein- und ausschalten lässt. Schon an dieser Stelle mit diesem Kuss hätte jetzt zum Beispiel ein Mensch, der diese Muster nicht hat oder wo der Selbstwert und die Werte, die man leben will, ganz oben stehen, der hätte gesagt, Moment, das geht mir jetzt zu schnell, ich muss jetzt erstmal wissen, wo stehen wir denn hier? Dieses Hin und Her geht für mich gar nicht, du musst dich entscheiden. Und das fehlt halt hier, werden wir gleich noch weitersehen. Wir spazierten da und da und stellenweise Händchen halten. Ist auch wirklich so ein bisschen, aber nicht so richtig. So ein Kuss, aber auch nicht so richtig. Und auf einer Sitzbank kuschelte sie sich in meine Arme und man sah es ihr an, wie wohl sie sich in diesem Moment fühlte. Später, kurz vor dem Abschied, zog sie mich in ihrem Auto zu sich hin und küsste mich mehrmals, auch mit etwas Druck, da sie meinen Kopf mit ihrer Hand zu sich hindrückte. Als sie zu Hause war, ließ sie es mich zuerst wissen, wie schön der gemeinsame Tag war und wir nochmal etwas später, um mir nochmal etwas später zu sagen, dass sie den Kontakt zu mir einstellen will. Das ist doch total verrückt. Das ist total verrückt. Ja, erst kuscheln, küssen, grenzüberschreiten, ja, nein. Es war wunderschön und kurze Zeit später, sie will den Kontakt einstellen. Schon mal allerspätestens dann und jetzt zuhören für alle, da schon mal, also da wäre schon der Zeitpunkt allerspätestens gewesen zu sagen, nee, sorry, so ein Hin und Her, das kann ich mir nicht zumuten, das kann ich gar nicht aushalten. Aber derjenige, du, der mir das geschrieben hat, du hast scheinbar eine riesen Leidensfähigkeit, ja, also die Schmerzgrenze, die ist gar nicht da. Also ich sag mal, du kannst scheinbar wahnsinnig viel Schmerz aushalten, dass es dir dann gar nicht wehtut. Es hat immer was mit Selbstwert zu tun, mit den eigenen Werten und 100% mit einem Muster. Woher kennst du das aus der Kindheit? Ja, nein, ich will und doch nicht. Und nur wenn ich will, gibt's das und das. So, jetzt muss ich mal weiterschauen. Wegen meiner psychologischen Besessenheit bat sie mich auch mehrmals, ich soll doch nicht solche Bücher lesen, da ich sie sonst durchschauen könne. Sie kann es nicht leiden, so sagte sie, dass jemand sie analysiert. Vollkommen verständlich. Welcher Mensch möchte denn analysiert werden? Ich weiß ja jetzt nicht die andere Seite, ja, was du da ihr gesagt hast, was du da recherchiert hast, was du ihr vielleicht gesagt hast, so, du hast vielleicht die und die Störung oder das und das Bindungsangst. Das mag ja keiner, analysiert zu werden. Und natürlich wird sie auch schon wissen, bewusst oder unbewusst, dass sie da ein Thema und ein Problem hat. Und es piekst natürlich bei ihr auch was an. Und das ist dann auch wieder eine Grenzüberschreitung von dir, dich zu sehr in ihre Themen reinzuhängen. Und vor allem, wenn ihr euch erst so kurz kennt. Ja, also das ist schon so dieses retten wollen, helfen wollen. Was ist mit ihr? Warum ist sie so? Da muss es doch einen Weg geben, dass du versuchst, Wege zu finden, wo es keine gibt, wo du versuchst, das Unmögliche möglich zu machen.
Und dieser Hype in dir, da muss doch was gehen und da muss doch Antworten geben. Und wenn ich die Antworten habe und weiß, was mit ihr los ist, brauche ich mich ja nur so und so verhalten, dass sie dann nicht Angst kriegen muss, dass sie mich dann nicht wieder abschießen muss. Aber das ist verbiegen und sich selber verraten für den anderen. Und das ist das Kindheitsmuster, das Helfersyndrom, das Rettenwollen, das co-abhängige Muster. Woher kennst du das? Was war da in der Kindheit mit Eltern? Kranke Eltern, Alkoholthemen, schwache Eltern, vielleicht Vernachlässigung, wie auch immer, ist oft nicht auf dem Schirm, weil man denkt ja, nee, meine Kindheit war doch nicht schlecht, muss ja nicht schlecht sein, aber das Muster muss da sein. Denn wenn das nicht da wäre, würdest du hier schon längst sagen, ich bin raus, halte ich gar nicht aus. Aber weil es so vertraut ist, ist es für dich, für dein inneres Kind wie zu Hause und du denkst, diesmal schaffe ich es, wenn ich nur gut analysiere. Ne? Mir fielen bei ihr immer diese extremen Stimmungsschwankungen und diese Widersprüche auf und sie plante auch viel in die Zukunft hinein, ohne auch nur ansatzweise von dem, was sie so versprach, halten zu wollen. Das ist das typische Future-Faking, ne? Dieses einfach eine schöne Zukunft dir versprechen, das rosarot auszumalen, um dich ja bei der Stange zu halten. Und das ist das Tolle, dass du das da schon erkennst. Ja, es ist ja nicht so, dass man immer alles sofort erkennt, weil man am Anfang sehr benebelt ist. Ne? Und von diesen kleinen Erinnerungen, sie möchte doch bitte zu ihren Versprechen stehen, war sie schnell genervt. Ist doch das Beste. Was sagen die Menschen? Der beste Beweis? Worte und Taten. Sie sagt, wir machen das. Und wenn du sagst, ich würde mal daran erinnern, du hattest doch gesagt und sie ist sofort genervt, hast du doch die Antwort schon. Ist gar nicht ernst gemeint gewesen, kann man gar nicht ernst meinen. So, am Sohn zu vierten sah es dann nach einem endgültigen Kontaktende aus. Sie telefonierte und schrieb mir, jetzt stehen hier wieder ein paar Daten von wenigen Tagen hinterher, da sie wohl diese Verlustangst hatte. Ein, zwei Tage später telefonierte ich mit ihr abends eine Stunde lang. Wie immer war diese Unterhaltung sehr locker und lustig. Sie bedankte sich für dieses ausgelassene Gespräch. Und wieder ein Zeitraum von wenigen Tagen war der Kontakt zu ihr wieder wie gehabt. Also es kommt immer wieder, Es ist immer in dir die Hoffnung. Jetzt, ja, oh, ich bin ihr doch wichtig, ich bedeute doch was. Und jetzt geht's los, jetzt ist immer so dieses, jetzt geht die Beziehung los, jetzt wird alles gut. Ach, haben wir die Schwierigkeiten überstanden. Und wieder ein paar Tage später fragte sie mich mittags kurz vor 13 Uhr, ob ich mich mit ihr im Restaurant treffen will und zum Essen. Und um 17.30 Uhr holte sie mich hier bei mir zu Hause ab und wir fuhren in die Innenstadt in dieses Restaurant. 3 Stunden saßen und aßen wir dort, die Stimmung zwischen uns beiden war sehr gut und wir lachten viel miteinander. Nach dem Essen fuhr sie mich wieder heim, um mir, obwohl der Abend sehr schön war, so wie sie sagt, mir mitzuteilen, dass dies nun der endgültige Kontaktabbruch sei. Hör dir das jetzt nochmal an, deine eigene E-Mail. Was lässt du denn da mit dir machen? Du bist doch kein Spielzeug. Du bist doch nichts, was man ein- und ausschalten kann. Das ist dein Selbstwert. Wo ist dieser Selbstwert? Niemand darf dich so behandeln. Warum lässt du das mit dir machen? Dieses Einschalten, Ausschalten, komm her, geh weg, heiß, kalt, innerhalb weniger Stunden. Das sind ja nicht mal Tage, das sind ja Stimmungsschwankungen so. Das kann jetzt so sein, in 5 Minuten anders sein. Woher kennst du das? Das kennst du. Und das ist dieses Muster. Wir müssen mal schnell gucken, dass wir hier weiter runterkommen. So. Sie würde mich aber nie blockieren, ihre Worte, da sie sich all die Zeit mit mir so gut verstand. 2 Tage später, völlig unverhofft, bemerkte ich diese Blockierung bei WhatsApp. Seitdem blockiert sie auch alles, was sie nur blockieren kann. Im SMS-Postfach, in der Telefon-App und natürlich in WhatsApp, wenn ich sie über eine andere Nummer anschreibe oder angeschrieben habe. Sie nennt mir keine Gründe für diesen Blockierwahn. Und das ist jetzt auch, also erstens, Worte und Taten ist null, passt null zusammen. Ich würde dich nie blockieren. Und sie macht
unmittelbar genau danach das, genau das, was sie gesagt hat, was sie nie sagen würde. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht schräg? Was möchtest du denn von so einem Menschen, der dich so behandelt? Da ist doch niemals ein Vertrauen möglich. Das ist überhaupt nicht möglich. Ja, und auch da ist wieder zu erkennen, wie stark du dann auch noch ihr hinterher rennst, ja, weil wenn mich jemand blockieren würde oder jemand anderen, der dieses Thema nicht hat, und tschüss, der hat mich nicht verdient. Sie hat dich absolut nicht verdient. Aber das ist dann wieder dieses unterwürfige Verhalten, welches du gelernt hast, was dein Muster ist, ihr dann noch hinterher zu telefonieren, mit anderen Nummern versuchst anzuschreiben. Ist zwecklos, du machst dich unattraktiver, als es nur geht, als es nur möglich ist. Ja, und es wird wahrscheinlich sein. Oder ich sag mal, wenn ich dieses Muster hier so höre, ich meine, ich kann nicht in sie reinschauen, aber wenn du jetzt nicht mehr antwortest und keine Versuche mehr unternimmst, ist die Chance, oder Chance kann man ja gar nicht sagen, ist die Möglichkeit sehr, sehr groß, dass sie sich dann wieder meldet, weil sie merkt, kommt gar nichts zurück, geht ja gar nicht. Jetzt muss ich mal sehen, ob ich noch interessant bin. Jetzt muss ich mal sehen, ob ich noch landen könnte. Und dann ist es sehr, sehr gut möglich, dass sie sich wieder meldet und dich wieder einschaltet. Aber sie kann es auch nur, weil du es zulässt. Gehen wir mal weiter. Warum erklärt sie sich nicht? Weil sie keine Lust hat. Weil sie, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was mit ihr ist. Ob sie mit dir spielt, ob sie eine Persönlichkeitsstörung hat, eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung, ob sie Bindungsangst hat. Aber sie ist nicht bindungsfähig oder sie ist einfach nicht bereit für eine Beziehung, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt ist diese Falle für dich, weil du möchtest ja wissen, warum sie sich nicht erklärt. Und wenn ich wüsste, was es ist, dann könnte ich ihr helfen, dann könnte ich das ja bei mir verändern. Du kannst dich nicht so zurechtbiegen, wie sie dich haben will, weil diesen Menschen gibt es nicht. Das wäre ein Ping-Pong-Mensch. Das wäre einer, der sagt, das ist mir ganz egal, gut, dann treffen wir uns und mal treffen wir uns nicht. Aber das ist doch verrückt, das ist doch keine Beziehung, das ist ein Wahnsinn, ja. Genau genommen gibt oder gab es keinen Grund dafür für diesen Kontaktabbruch? Nee, eigentlich nicht, weil du hast ja alles getan, aber sie kann nicht, sie will nicht, du kommst ihr zu nah, sie muss dann wieder abwerten, sie muss dann wieder Kontakt abbrechen, aus welchen Gründen auch immer. Wir wissen es nicht, ich kenne sie nicht, ich kann nicht sagen, was sie hat und du bist ja nicht ihr Therapeut mit dieser Person, warum auch immer. Kannst du nicht die Beziehung führen? Ist unmöglich. Du versuchst da etwas möglich zu machen, was unmöglich ist. Das sehe ich hier ganz klar. Und vor dem endgültigen Ende gab es zwei Versuche von ihr, die sie sehr schnell auch wieder rückgängig gemacht hatte. Du versuchst es nochmal und nochmal und holst dir noch eine Ohrfeige ab, holst dir noch einen Tritt ab. Nochmal, nochmal. Das ist, du hängst, du klettest auch an ihr. Und das ist auch grenzüberschreitend, weil du nicht akzeptierst, dass sie keinen Kontakt mehr will. Sie will keinen Kontakt mehr. Sag, okay, hab's verstanden, ich gehe meinen Weg. Warum auch immer. Vielleicht erkennt sie dich nicht, vielleicht liebt sie dich nicht, vielleicht hat sie irgendjemand anderen. Aber du akzeptierst diese Grenze dann auch nie, indem du immer wieder Kontakt aufnimmst. Dann geh, dann lass sie und kümmere dich um deinen Schmerz. Du hast jetzt eine riesen Chance durch sie. Du hast eine riesen Chance durch sie zu erkennen, was ist das für in mir für ein Schmerz? Warum verhalte ich mich so? Warum lasse ich mich wie ein Hampelmann ein- und ausschalten, hin- und herjagen? Warum lasse ich nicht los? Warum kann ich nicht akzeptieren, dass sie nicht will und kann? Und das, was ich hier sage, ist überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint. Aber ich möchte dich gern wachrütteln. Ich möchte dich gern aufwecken. Ich möchte gerne, dass du erkennst, was du hier tust. Und dass nicht die Lösung ist, zu schauen, warum ist sie so. Na klar, wollen wir alle Erklärung. Wir Menschen sind ja so, wir wollen die Erklärung, warum ist Schluss, warum ist vorbei. Du wirst es verstehen und du wirst es abschließen können. Aber diese Antwort wirst du von ihr nie erhalten, weil sie es wahrscheinlich selber nicht weiß oder sagen kann. Oder weil morgen gleich wieder eine ganz andere Stimmung in ihr ist, was wieder dann kippen kann.
Ihr habt euch eigentlich in dem Sinne gefunden, weil die Muster perfekt passen. Sie spielt, schaltet ein und aus, macht viele Hoffnung und du spielst mit. Ihr seid beide wie auf einem Tennisplatz. Sie spielt den Ball zu, du nimmst ihn auch immer wieder an und spielst ihn zurück. Du spielst es ja mit. Ist kein Vorwurf, ist nur für dich eine wichtige Erkenntnis. Geh runter von diesem Tennisplatz. Nimm den Ball nicht an, lass ihn ins Leere laufen. Und alleine Tennis spielen macht keinen Spaß. Und wenn du den Ball nicht zurückwirfst. Und klar, mach dich darauf gefasst. Es kann durchaus sein, wenn du den Ball nicht zurückspielst. Das heißt, dich nicht mehr meldest, jetzt akzeptierst, dass sie nicht kann, warum auch immer. Das wirklich für dich abhakst, weil du machst dich damit nur unglücklicher. Mensch, wenn ich überlege, 4, 5 Wochen sind das. Was soll denn das noch werden? Das wird immer schlimmer, das wird immer toxischer, das wird dann innerhalb von 2 Stunden. Das ist ja jetzt schon im Prinzip total verfahren. Gut, wie würde man so einen Menschen beschreiben? Meine kleinen Mitbringsel, Torte und Trüffel nahm sie gerne an, was sie aber trotzdem nicht davon abhielt, mir schlimmstenfalls noch am gleichen Tag den Laufpass geben zu wollen. Total verrückt. Ja, ist klar, das nimmt sie ganz gerne an. Aber das ist dann auch wieder, warum lässt du das mit dir machen? Warum? Das ist dann auch so, diese Geschenke, natürlich ist das toll und schön und wem man liebt, den schenkt man gerne was. Da darfst du auch mal schauen, wo versuche ich vielleicht den anderen durch mein Liebsein, durch meine Geschenke, durch meine 100%ige Verfügbarkeit, durch meine Grenzenlosigkeit, alles zu akzeptieren, an mich zu binden. Da ist auch in dir Verlustangst, ganz klar. Und mit Sicherheit auch eine versteckte Bindungsangst, die du jetzt nicht sehen kannst, die du nicht fühlen kannst, weil du willst sie ja. Aber sie springt immer weg. Deswegen kannst du auch diese Angst vor Nähe, die in gewissen Anteilen in dir auch vorhanden sein muss, weil es immer spiegelbildlich ist, nicht fühlen, weil sie ja immer wegspringt. Wäre sie plötzlich von Zauberhand da, ist eine andere Geschichte. Dann ist die Stunde der Wahrheit und dann kann sich ganz schnell deine Bindungsangst zeigen. Aber dazu kommt es ja hier in diesem Fall gar nicht. Wenn ich ihr heute von Mailbox zu Mailbox eine Sprachnachricht schicke, merke ich innerhalb kürzester Zeit, dass sie das tut, was ich ihr so mitteile. Zum Beispiel, hör dir diese Sprachnachricht an, die ich dir vor ein paar Tagen geschickt habe. Sie wurde von dir noch nicht abgehört. Sie hört sich also im Nachhinein die Sprachnachrichten an, gibt mir aber keine ehrlichen Antworten, da ich mit dieser ganzen Situation so nicht klarkomme. Will sie sich etwa aufwerten, indem sie mich quält? Ich hoffe, es hilft dir jetzt, diese Geschichte nochmal zu hören, deine eigene Geschichte. Versuch es mit Abstand zu hören. Stell dir vor, dein bester Freund, deine beste Freundin erzählt dir diese Geschichte. Dann würdest du sagen, was machst du denn da? Auch jetzt noch immer noch mit ihr zu schreiben oder Sprachnachrichten und hin und her. Du hängst ja da noch mittendrin, das ist ja noch lange nicht beendet. Und sie hat definitiv ein Thema mit Nähe, mit instabilen Emotionen, wie auch immer. Und sie kann es aber auch, weil du es mitmachst. Ob sie dich jetzt quälen will, ich sag mal, du gibst ihr ja auch Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist immer Energie. Vielleicht wirst du schon gemerkt haben, dass du immer weniger Kraft hast, dass du ausgelaugter bist, dass es dir einfach schlecht geht. Und jede Kontaktaufnahme, die du zu ihr machst oder wo du auf ihre Kontaktversuche oder ihre Dinge reagierst, bekommt sie Energie von dir. Energie ist Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit kann positive Energie sein, Lob, Anerkennung, Wertschätzung. Aber Energie ist auch Aufmerksamkeit im negativen Sinn. Also auch wenn du dich ärgerst und du auf sie reagierst, bekommt sie deine Energie. Warum sie das macht, weiß der Teufel, wissen wir nicht. Ich könnte dir einfach nur raten,
dich jetzt um dich zu kümmern. Warte nicht auf Antworten von ihr. Die wird sie dir nicht geben können. Sie hat ja eigentlich alle Botschaften dir schon mitgeteilt. Und fang an, diesen Schmerz jetzt zu nehmen und zu schauen, was ist das, diese Vergeblichkeit? Wo bist du, Mama, Papa, hinterhergerannt, hast um Liebe gebettelt, am Boden, hast alles gemacht, bist bestimmt ein ganz lieber Fleißiger, ein Zuverlässiger, der alles tut. Aber das ist nicht gesund, das ist abhängig, das ist unterwürfig. Und solange das Muster noch in dir ist, wirst du immer wieder solche oder ähnliche Erfahrungen machen. Und das ist ja schon mega krass, die Erfahrung, innerhalb weniger Wochen. Und wenn es nicht löst, kommt noch mal eine krassere, noch mal eine. Oder es geht mit dieser Person jetzt so weiter. Das ist auch eine Sucht auf jeden Fall, eine Abhängigkeit, die ich da ganz klar sehe, weil ich ja rauslese, dass du dich permanent rund um die Uhr da mit diesem Thema, mit dieser Frau beschäftigst, die ja permanent in deinem Kopf ist. Warum ist das? Jetzt meldet sie sich wieder. Was sind die Antworten? Das ist auch liebessüchtiges Verhalten. Das ist wirklich eine Abhängigkeit. Das ist schon eine Sucht in dieser kurzen Zeit. Und ich kann nur empfehlen, so schnell wie möglich da auszusteigen. Sie hat doch schon gesagt, sie will nicht. Sie wird es natürlich wieder versuchen, deine Knöpfe zu drücken. Und nimm ihr diese Knöpfe weg, dass sie die nicht mehr drücken kann. Wie kann man diese Knöpfe wegnehmen? Ganz klar, du könntest jetzt zum Beispiel anfangen, mit der Selbsthypnose Ursachen finden und auflösen. Nimm diesen Schmerz, nimm diese Vergeblichkeit, nimm dieses... Ich weiß nicht warum, was kann ich noch machen? Diese Trauer, diese Hoffnung, die sie geschürt hat. Nimm dieses Gefühl und diese Gedanken, mach diese Selbsthypnose und lass dir von deinem Unterbewusstsein zeigen, wo kommt das her? Das ist nicht im Kopf, das ist im Unterbewusstsein. Und im Unterbewusstsein ist auch dieser Schmerz gespeichert, wo du sagst, sie quält mich. Wer hat dich früher gequält? Was hat dich früher gequält? Und dieser quälende Schmerz ist uralt. Den löst sie jetzt nur aus. Der war aber vorher schon da. Der war vorher da und sie drückt auf die Wunde mit jedem Rückzug, mit allem, was sie tut. Und suche, wo kommt das her? Löst es auf mit dieser Anwendung. Zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel, wie es geht, wie es schnell geht. Löse es auf, nicht nur einmal, das musst du natürlich mehrmals machen. Das ist auch ein bisschen Arbeit, das ist auch ein Weg. Einzelsitzung, ganz klar, ist das, was am effektivsten hilft. Da führe ich ja ganz gezielt durch, zum Beispiel. Ja, diese negativen Gefühle auflösen, da schon mal forschen, was da in deiner Kindheit war. Komm zu dir, finde dich wieder. Du hast dich da wirklich in dir verloren, du hast dich da auch selber verraten. Guck, dass du wirklich den Fokus auf dich drehst und jetzt eine Heilungszeit einläutest. Das geht. Werde stabil, löst den Schmerz, löst die Muster und du wirst sehen, dass sie dann nicht mehr einhaken kann. Dann, jetzt ja. Also Zeit heilt keine Wunden. Du kannst gern ein halbes Jahr abwarten und Tee trinken und sie wird dich wieder einschalten können. Sondern diese Muster rauslösen. Und dann kann sie nicht mehr den Trigger machen. Dann triggert sie nicht mehr, dann meldet sie sich, sagt, na, wollen wir uns mal wieder sehen? Und du denkst, nee, danke, das, was ich gesehen habe, reicht mir. Und die Resonanz ist nicht mehr da. Und du wirst dann wissen, weil mit all diesen Muster lösen, wächst dein Selbstwert. Hast du deine Werte dann klar? Die musst du gar nicht unbedingt im Kopf so dir ausdenken. Klar ist es gut, sich das aufzuschreiben und zu wissen, was ist mir wichtig? Und wenn ich wieder in eine Beziehung komme, das geht nicht, das ist no gut, das lasse ich nicht mit mir machen. Klar ist es gut, auf dem Schirm zu haben. Aber wenn der Selbstwert da ist, geht das gar nicht mehr. Dann ist das ein Impuls, dann hältst du so ein Verhalten nicht mehr aus. Dann sagst du, Dankeschön und ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Aber sei dankbar, dass du sie getroffen hast, denn sie ist wirklich dein Personal Trainer jetzt, wo du jetzt die Chance hast, aufzustehen und es für dich zu heilen und für dich die Muster zu lösen. Es muss wehtun, sonst bewegen wir Menschen uns nicht. Und jetzt hast du die Chance. Oder du machst dir diese Erfahrung nochmal, wenn ich mit ihr, es kann nicht aufhören, weil das Muster noch da ist. Also ich würde dir empfehlen, leg einfach los, nicht nur Videos gucken, sondern auch die innere Arbeit machen. Es ist, klingt nach Arbeit, ja, am Anfang ist es anstrengend. Aber wenn du diese Wirkung siehst, wenn du diese Veränderungen spürst und fühlst, wenn du merkst,
es verändert sich was in meinem Leben. Das ist ja wirklich ganz anders als vor. Dann macht's Spaß. Dann ist es keine Arbeit mehr. Dann ist es eine Befreiung. Dann ist es ein Bedürfnis, das zu tun. Ja. Ich hoffe, ich konnte soweit weiterhelfen. Ich muss oft, natürlich, ist ja mein Job, ganz klare Worte zu finden, weil nur die Wahrheit, die heilt. Und mir ist auch klar, dass ich da viel anträge und dass auch meine Worte jetzt bei dir bestimmt auch einen Schmerz angetriggert haben. Aber das ist notwendig. Und das ist auch, ja, in meiner Arbeit auch gewollt, weil durch den Trigger findest du die Ursache. Der Trigger ist der Schlüssel, der Wegweiser zur Ursache. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Für weitere Infos schaut mal auf meiner Website www.liebenohneleiden.de. Im Shop findet ihr diese Selbsthypnosen, wo ihr anfangen könnt, eure Muster zu lösen. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt mir eine E-Mail mit dem Betreff Videowunsch und ich schaue, dass ich dann vielleicht beim nächsten Mal dein Thema hier vorlesen kann. Also schreibt mir auch dazu, ob ich das vorlesen darf oder Teile davon, dass ich da auch grünes Licht habe. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich auf das nächste Video. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und nicht vergessen, jeder Tag ist ein Geschenk. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.